fuck. I'm gonna throw up. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Matchmaking, Hello Team. Was? Hat er gerade No gesagt? Der eine. Hello Team, we're not a fucking team, dude. Und dann disconnected er einfach. Shit. Okay, nee, jetzt sind sie gut drauf. Die sind gut drauf. Alle haben Hello gesagt und einer hat sogar Hello Guys gesagt. Also das ist natürlich schon, Ich dachte mir, nachdem ich gestern im Livestream so ultra schlecht war, werde ich heute deutlich besser spielen oder eben noch schlechter. Es hat sich ja gestern herausgestellt, dass meine Maus tatsächlich etwas, also irgendeine Macke hat sie. Ich weiß nicht genau was. Aber es tritt erst nach einer gewissen Zeit auf. Das heißt, ich sollte jetzt keine Probleme haben, hier gemütlich zu spielen und eben aufzunehmen. Gestern kam es nach ungefähr 1,5 Stunden. What? Der hat gerade 4 Headshots verteilt, der Kerl. Extrem aimstark. Beim letzten hat man gemerkt, da hat er ein bisschen gestruggelt, aber bei uns 3 auf Long, das waren 3 Schüsse, 3 Heads, oder? Ach du Scheiße. Was haben wir hier für ein Gegnerteam ausgewählt? Oh shit! Schon A-Long. Nein. Ich bin gefickt. Nein, scheiße. Ein starkes Team irgendwie. Also, ich habe gehofft, dass ich jetzt ein normales Gegnerteam bekomme. Aber sowas? Also, klar, nach der zweiten Runde kann man nicht wirklich was behaupten. Ich brauche noch eine gescheite Bombe, Leute. Okay, einer ist A-Long. Banana heißt es da hinten nochmal. A-Long's coming. Fuck. Mit der Beißen kommt er. Kommt er angeschissen. Yes, bang. Oh, wir werden so zerstört, ne? Wir werden so dermaßen zerstört. Naja, nein. Okay, Leute, jetzt kauft bitte, gell? Ich will jetzt nichts hören von wegen... Okay, einer ist short. Der darf mich jetzt nicht weglatzen. Nice, der Mate geht eh vor, okay. Kurz hinten gucken. Die können von überall kommen. Das sind richtige Schweinepriester, Mann. Ist das ein Clan? Es ist... Incoming. Oh mein Gott! Sorry, Blau. Ich hätte Blau fast angeballert. Ich bin so ein Grasdackel. Ich versuche ganz, ganz schnell zu legen. Bitte guckt Wasser, Leute. Ich versuche hier zu stehen. Am Window. Window ist da. Was ist da? Mate ist unter down gewesen. Oh! Puh, leck mich am Ärmel. Kinder, hab ich gerade gestruggelt. Ich gehe jetzt durch den Scheißendreck hier durch. Ihr könnt jetzt gerne schreiben, dass es ziemlich gut war, was ich gerade gemacht habe. Ihr könnt das gerne, sehr gerne schreiben natürlich. Jetzt haben wir sie schon mal eingestampft, einmal. Das heißt, sie sind vielleicht jetzt noch nicht direkt, also wackelig in ihrer Psyche. Aber ihr kennt das ja, wenn man so ein bisschen innerlich aufgibt oder sich eben sagt, wow, sind die gut. So wie ich direkt nach der ersten Runde gesagt habe, der eine ist echt krass gut, der könnte ein starker Gegner werden. Und ist er lang. Nice. Let's go. Und dann habe ich ihn jetzt aber doch mal ordentlich zusammengerust, den Barstritt. Der eine hat so ein komisches Hodengesicht da oben auf seinem Bild. Das hat mich gerade leicht irritiert. Pen for A-Shot. Andere Toilets. Letzter ist da hinten bei Ding. Er ist hier irgendwo am Rumtingen. Nice. Guck mal, jetzt haben sie uns gar nichts mehr entgegenzusetzen. Wir nudeln sie einfach so dermaßen in Grund und Boden. Ja? Okay. Okay. Er will, dass wir B gehen. Ich werde bald eine Spielanalyse von mir machen im Zuge der Tutorials. Habt ihr euch ja gewünscht, dass ich eine Spielanalyse mache. Ich dachte kurz, ich mache es live. Aber das, ich muss vielleicht hin und her spulen. Oder ich muss hin und her spulen können. Deswegen werde ich das aufnehmen und danach eben in dem Player anschauen. Und dann die ganze Analyse erst aufnehmen. Im Player. Wo ich hin und her spulen kann. Und ja, ich denke, das ist recht wichtig. Das dauert dann aber noch ein bisschen. Vor allem wird das Video höchstwahrscheinlich ein etwas längeres Video. Weil so eine ganze Spielanalyse, die ist ja höchstwahrscheinlich vom Gameplay so gut wie ungeschnitten. Ich werde wahrscheinlich unwichtige Stellen rausschneiden. Also die man wirklich nicht sehen braucht. Aber so alles in allem wird das Gameplay natürlich so gut wie komplett sein. Ihr müsst ja, ich muss euch ja alles zeigen können. Die Bitch! Oh. Ja, ich muss euch ja alles zeigen können und erklären können und was ich da hätte besser machen können, was da klüger gewesen wäre und so weiter und so fort. Es dauert da noch ein bisschen, weil im Moment komme ich zeitlich gesehen sehr schlecht voran. Ich bin ja gerade in der Prüfungszeit, bringe jeden Tag ein Video, stream 2-mal die Woche, beantworte nach wie vor Kommentare und so weiter und so fort. Es ist ein riesiger Workflow, der hinter dieser gesamten Sache steckt. Und natürlich habe ich noch Freundin und Familie. Also die Zeit fliegt förmlich davon. Und für solche etwas größeren Projekte brauche ich dann ja, einfach mehr Zeit. Nein.
Ich bin am scheiß One-Getappe. Kleine Analyse jetzt. Diese One-Taps waren bescheuert. Da hätte einfach ein gemütliches Spraydown geholfen, so wie dieses hier. Und meins wäre einfacher gewesen, weil er viel closer stand. Gewöhnt euch es bloß nicht an. Mir fällt gerade ein, bei der Spielanalyse ist natürlich auch sinnvoll, dass ich dann auch analysiere, wie die Mates spielen. Also wird das Video tatsächlich sehr, 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 sehr lang. Weil ich euch dann ja auch sagen muss, oh, das war nicht so klug, was er gerade gemacht hat, damit ihr das, ne? Damit dieser Lernfaktor noch deutlich höher ist. Sie haben sogar gewonnen. Ich fasse das nicht. Gutes Team, gutes Team. Nochmal zu den One-Taps. Die sind schon nicht schlecht, auf jeden Fall. In gewissen Situationen. Aber gewöhnt euch das nicht hauptsächlich an. Bei mir war es so, ich war früher der, fuck, der Spraymeister. Also ich war nicht gut, aber ich habe nur Dauerfeuer gemacht. Dauerfeuer-Abenteuer oder wie es damals hieß, ne, bei 1.6 und Source. Und das war natürlich auch nicht gern gesehen, wenn man nur Dauerfeuer gemacht hat. Da hieß dann, oh, fuck genug, du hast nur Glück gehabt, dass du mich getroffen hast. Scheiß Dauerfeuer, Hurensohn und bla bla bla. Ich habe bei Source, das wissen einige vielleicht, sehr aktiv gespielt und habe da auch in der ESL gespielt. Und da habe ich eben meinen Mentor gehabt, mit dem ich sehr, sehr viel trainiert habe. Und dieser Mentor hat mir eben beigebracht, One zu tappen, beziehungsweise diese Salven zu schießen. Und ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich nur noch Salven geschossen habe und Salven schieße. Diese Taps sind recht gut, aber es gibt Situationen, da muss man sprayen. Es ist viel, viel einfacher in manchen Momenten zu sprayen, als eben One zu tappen, ne? Wenn jemand ganz close bei dir steht und du machst so irgendwie, dann ist es bescheuert. Dann lieber so, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen. Es ist selbstverständlich, aber trotzdem irgendwie schwierig für mich. Diese Salven sind so in Körper und Geist übergegangen, ja, dass ich Schwierigkeiten habe, richtig zu sprayen. Und wenn ich dann spray, dann bin ich so unsicher, weil ich mir denke, sprayen ist doch scheiße. Du musst one-tappen. Das wird doch nichts und dann wird's auch nichts. Aber das werde ich euch alles in Tutorials nochmal so richtig nahelegen. Ach du Scheiße, Mann! He's half HP und long. Er sagt long, AWP. Ich gehe auf long, es ist eine AK. Die AWP ist halt weggelaufen, das war natürlich mein Pech, aber... dieses Bild. Nice! Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Das war eine gute Entscheidung, nicht weiter zu blenden. Krass, Mann, die ersten drei Runden sahen so extrem schlecht aus und jetzt drücken wir sie weg. Ich smoke mal rein, ich will jetzt nicht auf die Distanz von der Deagle-Lucky weggeholt werden. Geh hier durch, spring kurz, okay. Vielleicht ist er in der Smoke drin, ich weiß es nicht. Einer ist bei Stairs, den roll ich direkt mal weg. Mit Bang kommt bestimmt auch gleich einer. Okay, warte mal, lass mich ein Stück zurückgehen. Nice. Nice, jawohl, ich sehe die Gegner gar nicht. Ich habe einfach keine Begegnung mit einem Gegner. Ich kann keine Kills mehr machen. Ah, jetzt ist er nicht mehr da. Okay, gut. Das war sogar ein halbes Dauerfeuer-Ding. Okay. Fuck, I'm low HP. Achtung, Headshot. Shit. Ja! Calculated. Habt ihr gesehen, wie es geht? Die Bombe lag ja, glaube ich, direkt für mich. Das heißt, ich hätte noch ganz kurz eine Sekunde länger warten können. Aber es hat ja geklappt. Die killen sich gegenseitig. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Da merkt ihr es. Vielleicht ist das Team gerade so ein bisschen mad. Also die Gegner. Oh, fuck. Das war so dumm. Calculated again. Es fehlen noch ungefähr 80 Abonnenten, dann haben wir die 7000 erreicht. Wir sind alle schon sehr, sehr aufgeregt. Gestern im Livestream war das ein großes Thema. Sobald die 7000 erreicht sind, werde ich diese, ich sag mal, recht große Angelegenheit für andere YouTuber angehen. Das wollte ich ja schon bei 6k machen, aber die Zeit war mir nicht hold. Dieses Mal ist es aber schon fester eingeplant und wird auch auf jeden Fall stattfinden. Ach schade, das hätte ruhig ein Flying Header werden können. What? Eine Toilette, ja. Danke, Mate. Das ist natürlich extrem schweinig, wenn sowas passiert. Wir hätten verschaut. Ja, so deckt man jemanden, habt ihr das gesehen? Man muss sich richtig vor den anderen stellen. Zumindest für die Seite, wo jemand herkommen könnte. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn man noch zu mehreren ist, also meinetwegen zu viert, und es stirbt halt einfach nur einer, aber die Bombe liegt dann dafür gleich. Wenn der Bombenleger stirbt, dann ist es schon mal kacke. Dann ist man zu dritt, die Bombe ist nicht gelegt und so weiter und so fort. Gott, ich mache das hier gerade wie ein Tutorial, sorry. Sorry, ich bin gerade so in Tutorial-Stimmung. Es hätte jetzt eigentlich heute auch ein Wallbang-Tutorial kommen sollen, aber von der Zeit her habe ich das nicht mehr geschafft. Deswegen kommt jetzt einfach ein normales Matchmaking, aber ja. Es sind sicherlich hier auch ein paar Anfänger dabei, die das schauen, die dann über solche Tipps glücklich sind. Verstehst du? So gut wie ich bin. Auf 5 Kills, oh Gott. Ich reiß es heute mal wieder richtig raus hier. Okay, I'm gonna find a knife for a shot. Ich werde jetzt Bank gehen. In Bank stehe ich ziemlich gern. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Na, 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 na. Nach unten aim ist nicht so meins. Es ist fast so schlimm wie nach oben aim, aber nicht
dann doch wiederum nicht so schlimm. Nach unten aimen, also wenn jemand unter dir steht, ist es irgendwie härter. One is tagged in bank. Ja, der holt das. Nice. Ich weiß nicht, ob es an der eigenen Armmechanik liegt, aber nach unten ist einfach nicht so meins. Da muss ich mich noch deutlich verbessern. Ich gehe dann so runter und habe dann dieses Feingefühl nicht mehr, weil ich nur noch mit meinem Handgelenk am Ballern bin. Und nach oben und hier auf der Mitte bewege ich meinen ganzen Arm. Da ist natürlich interessant auch zu wissen, wie ihr spielt. Ich kenne einige oder sehr viele, die den kompletten Arm, so wie ich, auf dem Tisch liegen haben. Also mein Arm liegt wirklich bis zum Ellbogen auf dem Tisch. Außer ich muss nach unten schießen, dann nur noch ein Viertel ungefähr. Denkt dann, ich spiele Ultra Low Sense, das heißt, ich muss wirklich kurbeln. Ja, oder spielt ihr wie viele andere, die ich auch kenne, nur mit der Hand auf dem Tisch? Ich kenne manche, die haben den, die spielen nur mit der Hand und gehen so richtig ab. Scheiße. Naja, okay, die Runde wurden wir eingestampft. Ja, wie spielt ihr? Ja, dann gehe ich mal A-Long, ne? Scheiße, ich hasse es auch wieder. Obwohl, A-Long war ich schon ewig nicht mehr, vielleicht ist das ja eine coole Sache. Wenn der auf mit guter Arbeit leistet, habe ich ja nichts zu befürchten von Toilets her. Aber er zieht sich zurück. Und ist A-Long? So, ich gehe direkt weg, wollte hier von Toilets kommen. Und wisst ihr was? Ich spüre es, die kommen Toilets. Achtung, bitte, bitte, bitte. Schade. Sehr gut, danke schön, danke schön. Fuck. Okay! Fuck! Gott, ich hab's gerade so gespürt, Mann. Ich war gerade so richtig on point. Und dann sowas. Aber ich war so low HP, ich hätte da nicht viel machen können. Es sind immer noch zwei. Ich merke jetzt erst, dass wir gegen Al-Qaida spielen. Oder wie die Amis sagen, Al-Qaida. Al-Qaida. Und ist er long? One meet. Scheiße, Mitte ist tot. Ich habe den Nate gefressen, alles klar. Fuck. Ich glaube, den habe ich gehittet. Ja. Oh Gott, scheiß Platz hier, scheiß Platz. Ja, gut gemacht, Killer. Dankeschön, Killer. Ich weiß, jawohl. Wow, nein, er hat noch einen Header gefressen. One is low HP. Jungs, kauft ihr ein, bitte? Hallo? Green, sagst du bitte was an? Okay, dann gehe ich auf Short. Dann gehe ich auf B. Ich wollte vorhin noch sagen, dass die Kommunikation echt gut ist. Jetzt sagt er einfach nur I go long, ohne zu sagen, wo er davor war, was jetzt frei ist, was gestopft werden muss, welches Loch. Smoke, Dr. Lecter. Dr. Lecter. Dr. Lecte! Hübner! Bauunternehmen! Glaubt ihr, dieses Bauunternehmen gibt es tatsächlich? Glaubt ihr, die haben sich hier einen krassen Werbeplatz für immer geschaffen? Komm, bis ey. Jawohl, edel, die Jungs regeln das. Ja, ist long now. Ja. Was? Jetzt zwei gelegt? Oh mein Gott, er ist, glaube ich, auch noch kurz in mein Feuer gelaufen, oder? Also, ja, er wollte zurück und ist hier ein Stück durchgelaufen. Tsching, tsching. Eigentlich eine saublöde Idee, in der Situation einen Nate zu werfen, weil ich war im Vorteil. Er hat gerade zwei Gegner gekillt mit einer MP. Er muss nachladen. Achso, jetzt geht er wieder nicht lang, ne? Ja, alles klar, vielen Dank. Also, wir haben eben die Runde geholt. Das heißt, es sollte eigentlich keine AWP lauern. Es wäre sehr bitter, wenn ich die... Hey, Long. Ach, Bomb down. Dann verpiss ich mich direkt und werde wahrscheinlich in Bank stehen bleiben. Ne, ich werde da oben stehen. Wenn halt einer durchwitscht, kann er mich von hinten holen. Das... I'm gonna show. Scheiße, Mann, wie ich gestruggelt habe schon wieder. Also, Molly mal den Connector zu, falls da jemand kommen wollen würde. Die Bombe ist ja in unserem Besitz. Alles klar, ich wusste es, dass da einer kommt. Ich habe so gewusst, Mann. Guck mal, ich habe ihn vorhin ordentlich angeschossen. Ich habe ihm gerade jetzt nicht viel Damage gegeben. Es hat auch so minimal geleckt. Vielleicht sah es auch nur... Was für Toilets. Sie haben nicht die Bombe. Und ich habe schon zwei außerhalb des Bombenbereichs geholt, was schon sehr, sehr merkwürdig ist. Ne? Wollen nicht regen uns da immer tierisch drüber auf, wenn diese Gegner so Brain-AFK irgendwo hinlaufen am Schluss und dich dann Lucky wegholen, weil da eigentlich niemand mehr sein kann. Gut, der allerletzte, der versucht dann vielleicht tatsächlich noch einen Kill zu machen, aber die letzten zwei hätten es versuchen können, mit uns aufzunehmen. Die letzten drei sogar. Aber nein, sie tingeln bei mir auf Arum. Ah, why not, dude? Er droppt mir eine Waffe. Jetzt hat er keine Waffe. Man muss natürlich auch sein Money-Management achten. Pre-fired schon ordentlich rein. Incoming, but one is a long still. In the toilets. Incoming. Jetzt müssen wir schnell was legen. Also, Gegner legen. One is coming from behind. Nein! Okay. Scheiß die Wand an! Es war echt noch einer hinter mir. Ich habe ordentlich Druck gemacht, aber es ging nicht besser. Ich hätte die Pistole sofort ziehen sollen, nachdem der eine gefallen ist, also der auf Long, weil ich den letzten ja schon hätte erwarten sollen, auf jeden Fall. Dann hätte ich ihn vielleicht noch irgendwie mit einem Power-Movement killen können. Ihr habt meinen Jump gesehen, um dem auszuweichen, der auf Short bzw. Beyond Spot stand. Genau sowas hätte ich dann einfach nochmal machen müssen. Ich habe übrigens gestern den Merch-Shop erweitert. Endlich sind bereits zwei der neuen Designs erhältlich, unter anderem auf Mousepads, T-Shirts, Thermobecher. Und so weiter und so fort. Ich werde mich da selbst demnächst eindecken und dann immer den krassen Merch am Start haben, weißt du? Mhm. Es gibt nach wie vor noch das Nice Dude Merch, aber jetzt eben auch das Merch, das The Face mir erstellt hat.
diese Designs. Da bin ich The Face auch extrem dankbar. Vielen Dank an dich nochmal hier an der Stelle für diese extrem geilen Designs. Das ist einfach nice, wenn man jemanden am Start hat, der die Wünsche, die man hat, einfach eins zu eins perfekt umsetzt. Das ist was Besseres, kann man sich nicht wünschen als Influencer, wie man heutzutage auch sagt. Der kommt bestimmt hier bei mir gleich. Oh, okay, er ist Window. Er hat mir eine MP, den Kerl, geholt von Window aus. Jetzt laberst du aber gerade Geistergeschichten, mein Freund. Nice. Das finde ich wirklich edel, dass dieses Spiel jetzt einfach so gut verlaufen ist. Ich bin sogar fast Erster. Ich hoffe, es kommt heute noch pünktlich. Es ist jetzt 13.07 Uhr. Mit Bearbeitung und Renderung könnte es bis 16 Uhr dauern, bis ich einen Upload starten kann. Scheiße. Na, es wird nicht pünktlich kommen. Das Video ist jetzt 36 Minuten lang. Dafür würde ich ungefähr 1,5 Stunden brauchen, denke ich. Oder vielleicht sogar 2. Warum ist er lang? Bomb down, A-Long. Was? Der kommt close! One is A-Long still. He's tagged 2 A-Long. Nice. Er kam Toilets durch. Es war wohl keiner Mitte gestanden, so wie es aussieht. Der das hätte ansagen können, dass einer kommt. Vielleicht war er schon tot, keine Ahnung. Ja, naja. So 17, 18, 19 Uhr sollte das Video online gehen. Ja, Level up! Ich habe Sandmash gewonnen. Oh mein Gott, die Sandmash ist so scheiß teuer. Habt ihr das gewusst? Das ist Kenny S's Skin. Von diesem Gewinn werde ich morgen noch träumen. Fucking sick. Die Gewinner des letzten Skin-Giveaways, also dieser 10 Skins, sind von 10 angefangen auf 1 hochgezählt. AMS. GitariKing24, der Boss mit der Zigarre, Ray Zay, Hans Wiegler, Random Duck CSGO, geschrieben RDM Duck CSGO, Psycho, Hippie X, Fresh D und Hashtag Let's Play. Ihr Gewinner, schreibt bitte hier unter dieses Video, dass ihr mitbekommen habt, was ich eben gesagt habe, also dass ihr eben gewonnen habt und verlangt euren Skin. Daraufhin werde ich euch dann eine Antwort schreiben, in der ich euch eben nach eurem Steam-Profil, Steam-Profil-Bild und den Trade-Link frage. Und den haut er dann als zweiten Kommentar praktisch als Antwort auf meine Antwort heraus. Ihr habt ab heute 14 Tage Zeit, euch zu melden. Und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit euren Skins. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.